Jetzt kommen wir eigentlich an die spannende Stelle. Und zwar, jetzt schauen wir uns an, wie eigentlich Serveranwendungen auszusehen haben und oder wie man sie bauen kann. Müssen sie natürlich nicht, sie können die auch ganz anders machen. Aber wie man die vernünftigerweise bauen würde. Die Vorschläge sind uralt, die sie hier drin haben. Wahrscheinlich 30, zum Teil 40 Jahre alt. Deswegen sind die aber nicht schlecht. Also das ist sozusagen konsolidiertes Wissen, was Sie hier finden. Und sagst du, aber wichtiger Hinweis, so kann man das machen, aber so muss man es nicht machen. Ich begründe aber, warum man das so machen sollte. Okay, also wie bauen Sie jetzt den Kern Ihrer Anwendung? Und was ist das überhaupt so ein Kern? Und was ist ein Pojo? Das werden wir dann gleich sehen. Wenn Sie sich für die Hintergrundtheorie interessieren, kaufen Sie sich ein Buch über Domain-Driven Design. Das ist aus 2004 von einem Herrn Evans. Das ist aber sehr langatmig geschrieben. Es gibt eine Kurzfassung, Domain-Driven Design Distilled, von einem Herrn Vaughan. Kaufen Sie sich das, das sind so 150 Seiten und dann haben Sie auch verstanden, worum es geht. Aber wie gesagt, die Story ist uralt. Herr Evans hat die nur schön aufgeschrieben und andere haben die dann noch so ein bisschen verständlicher dargelegt. Also, was ist denn die Story jetzt? Also, was Sie brauchen, Sie bauen in Ihrem System eigene Datentypen. Und zwar Datentypen, die Ihrer fachlichen Anwendungswelt entsprechen. Was Sie also bauen, ist zum Beispiel ein Datentyp für die IBAN-Nummer. Das heißt, Sie machen eine Java-Klasse IBAN-Nummer oder IBAN und die hat im Konstruktor eine Syntaxprüfung von der IBAN-Nummer. Sie wissen wahrscheinlich, dass die IBAN-Nummer zwei Ziffern hat, die als Kontrollfelder gelten. Oder früher war es die ISBN-Nummer. Oder wenn Sie Reisezugwagen von der Deutschen Bahn AG anschauen, auch da ist die letzte Ziffer ist immer eine Prüfziffer. Oder Sie machen Nummern oder Datentypen in einer gewissen Semantik drin. Versicherungsscheinnummer, wo gewisse Elemente erfüllt sein müssen und wo Sie den Konstruktor so schlau schreiben, dass da nur gewisse Sachen zugelassen sind. Oder Sie machen Aufzählungstypen, sowas wie Herr, Frau, Firma oder Wochentage, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. All das sind eigene Datentypen und die machen ihre Anwendungsdesigns deutlich sprechender, besser verständlich und senken das Risiko von Fehlern. Kommen wir aber gleich nochmal drauf, gleich werden Sie es an Beispielen sehen. So, und mit den Datentypen, Sie dürfen natürlich nach wie vor auch Strings und sowas verwenden, da bauen Sie Entitätstypen. Das sind genau dieselben Entitäten, die der Kollege Höfig Ihnen schon in Datenbanken 1 dargestellt hat. Also das ist genau dieselbe Story. Und das sind genau die Entitäten, die Sie im Datenbankdesign mit ER-Diagramm dargestellt haben. Also das ist genau dieselbe Story, ob Sie die Sachen dann mit einem ER-Diagramm darstellen oder mit einem Klassendiagramm, wie Sie es jetzt vielleicht in Software Engineering 1 lernen, ist eigentlich gehufft wie gesprungen. Ist ungefähr gleich mächtig. Sie können annähernd dieselben Sachen damit sagen. Und je nachdem, in welcher Schule Sie sind, ob Sie eher so aus der Datenbank-Ecke kommen, dann machen Sie ER. Wenn Sie eher so aus dieser Software-Design-Ecke kommen, machen Sie Klassendiagramme. Also eigentlich Gurfi gesprungen. Also Sie bauen Ihre Applikation aber aus Entitätstypen auf. Also das ist Kunde, Konto, Vertrag. Die Sachen, wo Sie sozusagen, wo die Kernbegriffe Ihrer Domäne kommen da drin vor. Und wie gesagt, eigentlich übertragen Sie sozusagen die Fachsprache Ihres Kunden 1:1 in die Daten, die Sie im Datenbankmanagementsystem speichern. Und Sie nennen die Sachen auch genauso. So. Und was Sie noch bauen, ist ein Verwalter. Das ist quasi, wir bauen das ja in Java. Das heißt, so ein Entitätstyp ist so klassischerweise in erster Linie eine Java-Klasse oder eine Menge von Java-Klassen. Und so ein Verwalter ist auch eine Java-Klasse oder eine Art Interface, das Ihnen Anlegen, Ändern, Löschen und Suchen für das Datenbankmanagementsystem implementiert. Also das heißt, der Verwalter ist eigentlich die einzige Stelle in der gesamten Anwendung, die überhaupt noch SQL kennt. Dem Rest ist SQL herzlich egal. Oder der Verwalter weiß, wie MongoDB geht. Oder der Verwalter weiß, wie er auf Elasticsearch zugreift. Von mir aus. Also der kapselt das Persistenz-API. Also als Java-Klasse. Finden Sie unter verschiedenen Überschriften wieder. Bei uns in Spring Boot heißen die Dinger Repositories. Müssen wir fast nichts implementieren. Wenn Sie in so der Pattern-Literatur nachschauen, heißt das Ding häufig Data Access Object. Also weil es einfach den Zugriff auf eine fremde Datenquelle, kann auch ein SAP sein übrigens, speichert. Kapselt, nicht speichert. Und was Sie dann machen, dann haben Sie so eine, mit den Entitätstypen und den Verwaltern haben Sie so eine Schicht, wo Sie mit Daten arbeiten können und die Use Cases aus Software Engineering 1, also was man mit den Daten jetzt anstellen kann oder die User Stories, wenn Sie agil arbeiten, das bauen Sie jetzt in die Anwendungsfälle rein. Das kann man, die Dinger laufen auch unter der Überschrift Services. Also wir werden die in Spring Boot unter der Überschrift Service kennenlernen. Also da ist sozusagen Logik eingebaut, also Sachen, die Sie mit Daten anstellen wollen.
So, wie sieht sowas aus? Hier nochmal die Anti-Alles-Grafik, wo sozusagen alles Relevante drin ist. Damit Sie mal einen Gesamtüberblick haben. Das heißt, das so bauen wir das jetzt auch in Spring nach mit Spring Boot. Das heißt, Sie bauen alles, was so fachlich relevant ist, als Entitätstyp, also Kunde, Konto, Vertrag. Sie bauen jeden Datentyp, also was ich die IBAN-Nummer beispielsweise als Java-Klasse. Dann lassen wir uns von Spring Boot diese Verwalter herstellen, also die Anlegen, Ändern, Löschen von Daten in der Datenbank machen können, also von den Entitätstypen, die in die Datenbank speichern können. Da müssen wir nicht viel machen. In Spring Boot heißen die Dinge Repositories, normalerweise Data Access Objects. Und dann schreiben wir Anwendungsfälle, also die Fachlogik, also Sachen, was weiß ich, Bonitätsprüfung oder sowas, oder Rechnungsablauf, das schreiben wir als normale Java-Klassen. Da taucht auch noch nie nichts Besonderes auf. Das heißt, das hier ist sozusagen dann der Anwendungskern. Und wir machen dann eine Schicht, die den Anwendungskern an den Client veröffentlicht. Das sind die sogenannten Controller. Und da finden sich dann alle Sachen wieder, die mit REST zu tun haben. Das heißt, also das hier hat was mit REST zu tun, das hier hat was mit Kunden und Verträgen zu tun. Also das heißt, das hier ist fachlich, das hier ist ein technisches Mapping, eine Veröffentlichung für einen Client. Es kann sein, dass wir in diese Schicht noch sogenannte Data Transfer Objects reinprogrammieren. Idee ist folgende: Ihr Client braucht möglicherweise eine spezielle Sicht auf alle Elemente und Attribute von diesen Entitätstypen. Also das heißt, hier gibt es vielleicht eine Kundenklasse und vielleicht wollen Sie nicht alle Attribute von so Kundenobjekten an den Client rausreichen. Und dann kann es sein, dass Sie hier oben eine Java-Klasse programmieren, die eine gewisse Sicht auf diesen Entitätstyp darstellt. Also nicht alle Attribute enthält, ein paar Sachen umrechnet, vielleicht Sachen, wo der hier eine Referenz hat, hier durch einen HTTP-Link darstellt oder sowas. Also das heißt, deswegen macht man hier noch Data Transfer Objects, also als spezielle Sicht, speziell für den Client. Die Dinger werden nachher als JSON oder XML in so Restaufrufen übertragen. Und die Restveröffentlichung, das machen wir in Controllern. Das ist quasi was Technisches und wir haben hier die Anwendungsfälle, also was unsere Software tun soll, das ist in den Services implementiert. Und diese Begriffe Controller, Service, Repository, Entity werden wir nachher auch bei Spring Boot wiederfinden. So werden wir unseren Anwendungskern aufbauen. Das ist eine Standardarchitektur, finden Sie in allen Büchern wieder, die es so gibt. Es gibt also kaum jemanden, der was anderes behauptet. Und deswegen finde ich es wichtig, dass Sie sich das angeschaut haben. Und die in anderen Technologiefeldern, also wenn Sie das jetzt mit PHP oder mit JavaScript oder mit C-Sharp bauen, werden Sie so ähnliche Elemente finden. Die heißen da vielleicht anders, aber so die Grundfunktionsweisen finden Sie in jeder Technologie. So, hier ein Beispiel. Ich habe jetzt hier mal einen ganz einfachen Entitätstyp dargestellt. Das ist ein Kunde, der hat eine Kundennummer, jetzt ohne besondere Informationen, Vornamen, Nachnamen. Wie gesagt, uns fehlen jetzt hier noch Informationen, wie lang der Vorname sein darf und wie lang der Nachname sein darf. Date-Time wäre ein spezifischer Datentyp aus Java 8 oder ich glaube, ich habe die Beispiele hier in der Vorlesung sind noch mit YodaTime gemacht oder Adresse als zusammengesetzter Datentyp. Das könnte so ein Entitätstyp sein. Ziel ist jetzt mit spezifischen Attributen das Ganze wirklich verständlich zu machen und die Sprache der Domäne zu verwenden und auch aussagekräftige Datentypen zu verwenden. Was sind so aussagekräftige Datentypen? Also ein Datetime, wie gesagt, das Beispiel ist noch mit YodaTime gemacht. Das war so bis Java 7 eigentlich so das Mittel der Wahl, weil die Java-Heinis es bis Java 8 nicht hingekriegt haben, gescheiten Daten. Das Datum als gescheiten Datentyp darzustellen. Sie haben es übrigens bis heute nicht hingekriegt, eine Währung darzustellen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Oder Sie haben sowas wie Aufzählungstypen drin, Haftpflicht, Unfall, Hausrat, Vertragstyp bei einer Versicherung oder so zusammengesetzte Datentyp wie eine Adresse. Das sind so diese abhängigen Entitäten, die würden Sie auch als Datentyp bezeichnen. Sowas kennen Sie aus Datenbanken 1 schon. Das waren diese Elemente, die Sie in ER-Diagramm immer mit Doppellinien gemalt haben. Also all das sind Datentypen, sondern die machen ihr Anwendungskerndesign sprechender. Die Grafik, die Sie hier sehen, ist schon ziemlich alt und die Idee ist noch älter. Ich habe also die Grafik geklaut von ehemaligen Kollegen, die haben für das Bundesverwaltungsamt eine Software gebaut und die haben aber eine Architekturidee verwendet, die hat der Herr Dehnert
im Jahr 1991 schon aufgeschrieben. Das ist die sogenannte Drei-Schichten-Architektur. Und die Grundidee finden Sie jetzt immer noch wieder. Idee ist, Sie machen einen Anwendungskern, also da ist Kunde, Konto, Vertrag drin, also fachliche Komponenten. Und das ist so geschrieben, als gäbe es keine Nachbarsysteme oder keine GUI. Also das ist rein fachlich verständlich. Da geht es nur um sozusagen die Use Cases, die der Kunde von Ihnen will. Also die Versicherungslogik, die Bankenlogik, die Automotive-Logik, die Flugzeuglogik. Also das heißt, der Anwendungskern ist unabhängig von allem. Und dann gibt es sozusagen Satelliten drumherum, eine Datenbankzugriffsschicht, in unserem Fall JPA mit Hibernate. Es gibt, die GUI greift irgendwie drauf zu, das heißt, wir müssen hier so Services rausreichen, die dann ein Smartphone-Client verwenden kann. Batches greifen darauf zu, also große Rechnungsläufe beispielsweise, die in der Nacht einmal ausgeführt werden und sozusagen Sachen, für die man so einen Timer braucht, so ein Monatsrechnungsbatch pro Monat beispielsweise, oder Nachbarsystemzugriffe greifen darauf zu. Also eine ganz, ganz alte Idee. Und der Kern ist, man macht einen Anwendungskern, der völlig unabhängig von allen Elementen geschrieben ist, die auf ihn zugreifen. Also dem Anwendungskern ist die GUI quasi wurscht. So eine ähnliche Idee finden Sie heutzutage auch wieder. Und zwar heißt das in der aktuellen Literatur Hexagonal Architecture, meint aber am Ende auch das Gleiche. Sie haben sozusagen den Anwendungskern, Kunde, Konto, Vertrag, alle Elemente, die es so gibt, da drin. Und alles andere greift sozusagen darauf zu. Sie haben hier irgendwie eine Persistence-Schnittstelle, Sie haben eine Notification-Schnittstelle, Sie haben, können es irgendwie administrieren, Sie kriegen Business-Events rein und raus, um sozusagen asynchron damit zu arbeiten. Am Ende des Tages ist da dieselbe Idee dahinter. Sie schreiben einen Anwendungskern, der unabhängig von allem ist.